Wie gesagt, das Wichtigste, Sie sind alle da. Ja, das ist das Allerwichtigste und wir wollen sämtliche Begrüßungs- und sonstigen Geschichten relativ kurz halten. Sie sind deswegen da, weil wir Ihnen angekündigt haben, eine Präsentation, eine Buchpräsentation, aber eine außergewöhnliche oder ungewöhnliche Buchpräsentation, von Kopf bis Fuß auf Handwerk eingestellt, gleitsame Handwerkskunst aus Niederösterreich. Ihr seid relativ bunt, ich habe da draußen einige Damen und Herren gesehen, die sind ganz schwarz gekleidet, haben aber angedroht, sie werden das ändern, mit ganz, ganz tollen Dingen bewaffnet. Warum seid ihr so, ja, bunte Vögel? Ja, das hat einen gewissen Grund, ja, die Idee ist uns vor ein paar Tagen gekommen, da war die Präsentation schon abgeschlossen, also sozusagen die Vorbereitungen, und dann waren nur zwei offene Fragen. Einerseits, was werden wir beide jetzt heute reden? Beide sind mal redefaul, beide nicht gewandt zu reden. Und die zweite, natürlich sehr wichtige Frage für Frauen, was werden wir anziehen? Ja? Jetzt haben wir gesagt, alles klar, ja. Haben wir gesagt, wir werden das einfach kombinieren. Ja? Und beides in einen verbinden. Und wir wollen das tragen, was wir sagen wollen. Wir okay. Tragen Niederösterreich. Schön. Darstellen wollen, was es eigentlich für tolle Handwerkskünstler in diesem Land noch gibt. Regina, wie schwierig war es, die Handwerker wirklich und die Ausübenden zu recherchieren im ganzen Umfeld? Es war anfänglich nicht einfach. Wir haben lange überlegt, erstens einmal, was wollen wir für Handwerk, wo findet man noch Handwerker. Wir haben bei den Innungen geschaut, wir haben das Internet zu Hilfe genommen. Und mit der Zeit sind wir immer fündiger und fündiger geworden. Und mittlerweile ist es so weit, dass wir noch ein Buch machen könnten, weil es gibt so viele Handwerker in Niederösterreich, die ganz, ganz tolle Sachen machen. The diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't paint a rebel on your humble flat or help you at the automat. As girls grow old, and we all lose our charms in the end. Und dann sind wir wieder keine Sommerdienste, wieder
Die Handwerke und die, die sie ausüben, die da drin sind, in, ich weiß nicht, wer mitzählt hat, 30, ja, die sollten wir jetzt auch noch ein bisschen nach vorbieten und lassen Sie sich beglückwünschen zu Ihrem Job, den Sie mit Liebe und gerne tun. Liebe Margarete, das war für mich die schönste Buchpräsentation und die größte Belohnung. Ich habe viele Staatspreise, viele, viele Auszeichnungen bekommen. Aber so etwas habe ich noch dazu zu unserem 25 Jahre Bestand von Archivbibliothek der Provinz mir eigentlich gar nicht verdient. So etwas Schönes. Danke.